Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Die Sims 3 und unserer Familie Siege 3.0. Ja, hier an der Uni. Wir sind hier mit Melinda, Melly, Pia und dem guten Preston. Und ja, wir haben ja jetzt als letztes unser Abschlusszeugnis erhalten und ich bin immer noch gespannt, inwiefern wir hier bleiben. Ob wir jetzt, ich bin immer noch total unsicher, ob wir jetzt gehen oder doch noch eine Woche länger bleiben. Ich habe wirklich keine Ahnung und aus den Kommentaren habe ich irgendwie auch nichts rausgelesen. Von daher ist es halt ein bisschen doof. Uns ist ja auch gerade der Geschirrspüler kaputt gegangen. Ebenfalls nicht so toll, aber wir können ja einfach mal hier so ein bisschen uns handwerklich betätigen. Okay, warum Zimmer verlassen? Was war denn jetzt hier das Problem? Ah, okay. Irgendwie geschämt oder so. Keine Ahnung. Okay, Preston, dann verlass am besten einfach mal das Zimmer, sonst haben wir hier nachher noch ein Problem. Ich wollte ja auch mal nach den Lebenszeitbelohnungen gucken. Was wir den Guten da mal Schönes tun können. Weil im Prinzip, könnte man ja ruhig mal ein bisschen was ausgeben. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, was das so sein könnte. Ach, herrje, wir haben schon lange nicht mehr geguckt. ja, was bietet sich denn bei den Teachers an sich? Nicht so viel. Was haben wir denn hier? Das Publikum hängt an der kleinsten Bewegung und dem leisesten Geräusch, das du von dir gibst. Dein Erfolg auf der Bühne wird überwiegen und deine Misserfolge werden an Bedeutung verlieren. Achso, das ist wahrscheinlich, wenn man hier die Showtime-Karriere einschlägt. Auf jeden. Wir könnten ja auch, wenn wir zurückkommen, mit einem von denen Showtime-mäßig irgendwie eine Karriere einschlagen. Was haltet ihr davon? Ich finde das cool. Allwettermeister. Meister alle Jahreszeiten. Dein Zim ist ein Naturtalent bei Schneeball. Ah, okay, das ist auch ganz cool. Multitalent. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so übel. Ich glaube, das würde sich aber jetzt wirklich eher lohnen, wenn wir das machen, wenn wir wieder zu Hause sind. Ne? Weil das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Wir wissen nicht wirklich, was wer machen wird, sobald wir zu Hause sind. Dementsprechend machen wir es erst, wenn wir es genauer wissen. So, Preston ist keinen Meter weitergekommen. Spülmaschine reparieren. Achso, unsere Laune ist schlecht. Ja, das sieht auch wirklich danach aus. Aber wir könnten ja Klavier spielen oder so. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Und nein. Funktioniert natürlich nicht. Aber hier können wir spielen. Das ist doch immerhin schon mal was wert. Preston, komm. Wir freuen uns einfach mal um ein bisschen spielen. Hier ist auch echt doof, dass gerade alles so blöd bei ihm gekommen ist. Ärgerlich. So, Pia schläft noch. Melinda hat gerade nichts am Hut. Dann könnte sie eigentlich eine Runde malen oder kochen lernen. Ja, wäre auch nicht schlecht, aber sie braucht Spaß. Also werden wir doch wohl eher malen. Ach, da unten komme ich jetzt gerade nicht hin. Schöner Salat. Haben wir das angefangen? Nee, wir haben irgendwie gar nichts an Gemälden angefangen. Ganz toll. Dann malen wir einfach mal das mittlere hier. Wow, und Preston ist gut dabei. Alles klar. So, Melly will auch malen. Ich glaube, die anderen Bilder sind allerdings von ihr. Sehr schön, dann kann sie da mal fortfahren. Pia kriegt noch ihr Zeugnis und will zur Abschlussfeier einladen. Ach, ich erinnere mich natürlich. Mal gucken, wie das noch so wird. So, lieber Preston. Oh, die Abschlussfeier fängt an. Ups, haben wir ja total toll eingeladen. Oh, nee, so ein Mist. Naja, was soll's. Gut, dann gehen wir halt zur Abschlussfeier, die irgendwie nur für Pia ist, auf irgendeinem ominösen Grund, den ich immer noch nicht wirklich feststellen kann. So, genug Schlagzeug gespielt, Preston. Komm mal zum Klavier hier, beziehungsweise zum Keyboard. Ich würde gerne sehen, dass du... Ja, du bist ein sehr starker Mann. Ich würde echt gerne sehen, dass hier der Fähigkeitenpunkt hochgeht. Das würde mich freuen. Ich hoffe, es müssen jetzt nicht alle zur Abschlussfeier, so wie es letztens bei den Zooms war, als wir dann wieder zurück waren und alle ins Rathaus mussten. Das fand ich ein bisschen ungünstig. So, Pia ist unterwegs. Da renne ich jetzt mal nicht hinterher, weil wir wissen ja, wie es aussieht, wenn die alle vor der Sporthalle stehen und stundenlang nicht reinkommen. So, und wir haben auch den Punkt hier gleich fertig. Das freut mich ja auch. So, und der Zeitraffer bringt gerade nicht besonders viel. Oh mein Gott, was für ein Blitz. Was war denn da los? So, und sie übergibt sich da erstmal halb. Okay, wenn es denn sein muss. So, ich hätte jetzt gerne den Punkt voll. Punkti Punkt. Yay, wir haben ihn Level 5 erreicht. Coole Sache. Jetzt können wir sogar Trinkgeld damit verdienen. Das ist ja cool. Dann lasse ich das mal kurz sein. Oh nein, Preston beginnt sich krank zu fühlen. Gar nicht gut.
So, aber können wir damit jetzt Trinkgeld? Nee, hier können wir kein Trinkgeld verdienen. Also müssen wir damit auf jeden Fall raus. Ich finde es allein schon cool, dass wir das ins Inventar packen können. Ich meine, wir werden sowieso schon krank. Was soll der Geiz? Da können wir auch jetzt mal aufs Gelände gehen. Können die nicht mal alle verschwinden, wenn man hier auf Toilette gehen will? Komm, wir gehen jetzt mal hier hin. Oh, Helen war auch da. Hallo, Helen. Helen müssen wir auch dann unbedingt zu uns in die Nachbarschaft holen. Wir müssen sie ja nicht unbedingt bei den Teachers einziehen lassen, aber auf jeden Fall mal zu uns in die Nähe holen, wäre schon ganz cool. So, Pia versucht immer noch dahin zu kommen. Melinda malt fleißig und Melly auch. Dann haben wir ja hier einmal easy going. So, wo bleibt denn Preston jetzt schon wieder? Warum stehen die ja eigentlich alle im Bad rum? Wer stellt... Oh, wirklich, wer steht gerne auf dem Männerklo rum? Ach so, und sie blockiert jetzt das einzige Klo. Verstehe ich nicht. So, dann versuch mal die Weiber hier rauszuholen. Kexi. Genau, geht einfach mal alle weg. Sofort. Am besten gestern. Vielen Dank, das ist sehr lieb. So, Pia ist jetzt auch endlich angekommen. So, Einladung zur Saftparty ansehen. Wer lädt denn ein? Amil Shahid? der Name sagt mir was, aber ich habe keine Ahnung mehr, wer das ist. So, gehen wir da jetzt nun auf Toilette oder nicht? Und wann kommt dieses Bild? Ich will das Bild sehen. Ich brauche ein Bild zu der Person. Ach so, er. Ach, weißt du was? Heute nicht. So, Preston, dann erleichter dich mal. Ist die Alte da immer noch auf dem Klo oder war das die, über die er geschimpft hat? Ach so, es sind zwei Toiletten. Ich bin ja auch dumm. Ist da wer? Nee, ist vollkommen leer. Ich bin so blöd manchmal. Aber gut, alles gar kein Ding. So, aber wir können auf jeden Fall mal duschen gehen. Müssen wir ja noch irgendwas sauber machen. Ja, abziehen könnten wir rein theoretisch mal. Und dann können wir gerne rausgehen. Haben wir hier irgendwie so einen Heiletrank? Das wäre ja auch mal ganz praktisch, aber anscheinend nicht. So, Pias Bedürfnisse gehen hoch. Das ist supi. Und Melinda ist mit ihrem Bild fertig. Melly natürlich. Oh, das ist ja süß, Melly. Oh, hätten wir eine Garage, könnten wir das da hinhängen. So, aber wir verkaufen das dann mal an der Stelle einfach. Haben wir noch ein bisschen Kohle gemacht. Hui. Bum, bum. So, malen. Machen wir hier nochmal ein mittleres Gemälde. Yay, weil wir so mega, mega cool sind. Wunderschön. Ich mag auch ihr Tattoo hinten, ne? Das ist so ein bisschen gruselig, aber okay. Preston, wie weit bist du? Gehst du da jetzt noch, okay, bei den Nerds? Könnten wir rein theoretisch mal mit den Lebenszeitbelohnungen machen? Ich will ihm einfach jetzt mal ein paar Wünsche erfüllen. Weil das müsste ja eigentlich plus minus null sein, wenn wir hier 2000 haben. Beziehungsweise, naja, jedenfalls ein bisschen plus. Weil dann können wir das Sportdingel noch dazu packen. Weil mit Preston bin ich ja gerne auch mal sportlich aktiv. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten hin. Weil die Wald da ganz schön aussieht. Gerade im Regen macht sich das bestimmt ganz toll am See. Solange es nicht gewittert. Obwohl, es hat ja schon gedonnert. Schwierig. So, nee, brauchen wir heute nicht. Machen wir ein andermal. Melinda ist auch gleich fertig. Und müde wird sie auch, die Gute. Das ist ja skandalös. So, das Bild hier unten gehört ihr ja auch nicht. Haben wir oben zwei Staffeleien? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da haben wir nur dieses komische Brett. Aber ich glaube, oben im Zimmer haben wir noch eine, oder? Haben wir hier noch eine? Hallo? Staffelei? Nein, wir haben keine hier. Oh, wir haben auch mal irgendwann Pflanzen angepflanzt. Ist ja traurig. Okay, wir können uns auf jeden Fall mal um den Garten kümmern. Ich weiß gar nicht, wer brauchte Melinda die Gartenarbeitfähigkeit, Bummel, Dummel? Ich kann es jetzt auch gar nicht mehr hier rauskriegen irgendwie. Ja, ich glaube, Gartenarbeit gehört bei Wissenschaft, Medizin dazu. Oh, wir haben Vollmond. Warum passiert das eigentlich immer bei den Teachers? Ich kapiere das nicht. So, aber wir haben ein Gemälde im Wert von 104. Das ist doch toll. Ich lasse jetzt erstmal die ganze Gartenarbeit machen. So, Preston ist auf dem Weg. Sehr gut. Pia kommt hier auch bald wieder nach Hause. Ich höre den ersten Zombie. Es ist ein Traum. Oh, meine Güte. Ja, im Prinzip will sie ja auch malen, ne? Ich weiß gar nicht, hat sie das Bild hier unten gemalt? Nee, auch nicht. Ach, nee. Da Pia einen Abschluss gemacht hat, darf sie ein weiteres Merkmal wählen. Woo, Pia, Pia. Sehr cool. Abschluss in Kommunikation. Wahnsinn. Nee, unwiderstehlich wäre jetzt hier nicht so meins. Pia ist ja musikalisch und Bücherwurm ist sie, glaube ich, auch. Und freundlich und also alles Liebe irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir sie auch noch künstlerisch machen. Ich glaube, künstlerisch würde zu Pia auch noch ganz gut passen.
Ordentlich natürlich auch, aber dann wäre sie natürlich wieder etwas sehr ordentlich mit Waschbecken, Hände waschen und so. Joa. Einmal diese Qual der Wahl, ne? Da müsste ich mich mal besser drauf vorbereiten und jedem mal ein Merkmal zukommen lassen. Aber ich gebe ihr jetzt einfach mal künstlerisch, weil Pia ja ab und zu auch gerne mal malt. So, wir haben einen Abschluss, meine lieben Freunde. Ist das nicht toll? Tada, Kommunikation mit sehr gut abgeschlossen. Und dann verkaufen wir mal das Bild. Was ist bei dem Bild denn eigentlich rausgekommen? Upsi, du. Oh, ist ja auch süß. Ah, das ist irgendwie voll niedlich. Überlege, ob ich das aufhänge hier irgendwie in den Raum. Ist bestimmt auch ganz süß. So, kann ich das da hinhängen? Nee. Aber ich finde das, obwohl es sieht ein bisschen nach Kindergeburtstag aus. Okay, verkaufen wir einfach mal. Ach, meine Güte. So, dann können wir das jetzt wegmachen und sie gleich malen lassen. Und dann gehen wir mal zu Preston. Der ist mittlerweile am See angekommen. So, hallo mein Freund. Dann hol mal hier dein tolles Keyboard raus. Ich würde mir wünschen, dass du hier mal für Trinkgeld spielst und es irgendjemand hört. Das wäre wirklich ein Träumchen. Boah, sogar. Boah, das sieht voll schön aus. Ja, wir bewundern alle Sims. Das ist total toll. So, aber jetzt ist es viel. Oh, nur noch eine Stunde. Dann ist die. Oh, wir reisen also nach Hause. Seht ihr? Wissen wir Bescheid. Aber nutzen wir doch einfach nochmal hier die Atmosphäre. Moment, da muss ich auf jeden Fall mal den Sim wechseln. So. 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 Ha. Weil das ist einfach zu hübsch, um es zu ignorieren. Oder? Das sieht voll niedlich aus. Voll verträumt. Und mit ganz langsamen Tönen der Musik. Voll schön, ey. Und jetzt regnet es auch noch so plätscher, plätscher. Ah, das sieht so cool aus. Oh, das gefällt mir voll. Aber ich mache irgendwie voll die Stimmung kaputt mit dem Gequatsche. So, ich komme jetzt auch irgendwie nicht näher an ihn ran. So, ich habe jetzt irgendwie Angst, wenn wir hier noch länger bleiben, dass dann hier gleich die Uhrzeit um ist. Und wir dann einfach in den Ladebildschirm geschmissen werden. Aber schaut mal, da kommt einer, der uns anscheinend Trinkgeld geben will. Wäre cool, wenn wir das noch schaffen würden. So, das safen wir hier mal auch. So, und wir wollen länger aufbleiben. Und malen wollten wir gerade auch. Hat sich dann aber erledigt. So, ich switche jetzt mal wieder zurück zum Wohnheim. Weil, ich möchte hier nicht verpassen, wenn wir das Ganze hier verlassen. Oh, das hat sich gereimt. Das wäre wirklich ärgerlich. So. Pia ist ja noch hier unten und malt, nehme ich an. Melinda kümmert sich dann noch brav um die Pflanzen. So, wie sehen die denn eigentlich hier oben aus? Es geht ja mittlerweile, ganz nett. So, und Melly malt. Melly malt mit Walisch. Oh, nee. So, wir gießen die Pflanzen brav, wie wir sind. Oh nein, die Stunde ist um. Oh mein Gott, wir müssen uns zusammenreißen. Es geht nach Hause. Dann, dann, dann. So, Preston macht sich auch auf den Weg. So, und alle machen sich hier irgendwie auf den Weg. Oh mein Gott, es geht nach Hause. Das ist ja ein Erlebnis. So, ihr Lieben, dann kommt mal alle zusammen hier. Ich bin schon gespannt. So, er winkt da noch. Aber es gehen ja sowieso alle, ne? Und Jinx hat noch ihr Outfit an. Das sieht auch voll cool aus. Wow. Oh, schon wieder ein Zombie. Wo kommt der denn jetzt her? Ach, da. Sammeln sich da alle in der Ecke. Das ist die Zombie-Ecke. So. Sind hier gleich alle beisammen. Ich weiß gar nicht, ob Preston jetzt nochmal hierher kommt. Ach so, schaut mal. Schaut mal, wer da kommt. Hui, hallo Preston. So, dann ist er jetzt auch hier endlich mal gestrandet. Hallo. So, und dann würde ich mal sagen, geht's nach Hause, wa? Sind jetzt alle da? 2, 4, 6 und irgendwer.
Oh, ja, es geht nach Hause, alles klar. Na, wollt ihr euch mal einen Koffer schnappen und loslaufen? Yay, Melly macht den Anfang. Woo. So, und alle anderen rennen nur hinterher. Total toll. So, da sind unsere vier lieben Studenten. So, dann werde ich mal hier rausgehen, weil hier kommt der Möbelwagen. Hallo, Möbelwagen. Oh, meine Güte. Wow, und da wurden wir rausgeworfen. Das heißt, der Ladebildschirm startet jetzt und ihr seht den Endscreen. Wuhu. Okay, dann sehen wir uns ja also in der nächsten Folge wieder. Und zwar wieder zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hier am Donnerstag wiedersehen. Und ja, macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao.